herzlich willkommen hier bei Assassin's Creed auf dem Kanal der deutschen Saga Community für euch an Maus und Tastatur, der Mürdin. Und es geht direkt los. Mit dabei hier im TeamSpeak-Kanal ist der Hunter, der Johnny Wayne, der Community, der Captain und der Rabbi. Und es passiert. Wir sind nur körperlich anwesend. Genau. Und es passiert nichts. Nichts. Er steht einfach hier in der Leere und macht nichts. Er sagt, was ich drücken kann. Ich will jetzt. Leere? Lass mich. Ja, jetzt doch StarCraft. Der weißen Leere. Nein, nein. Oh, Blackscreen, jetzt geht's los. Zu meiner Verteidigung, ich hab was getrunken. Hey, wo stehe ich denn rum? Ich hab doch wo ganz anders gespeichert. Deiner Verteidigung. Das finde ich jetzt nicht witzig. Ich aber. Schon. Räumliche und örtliche Desorientierung. Hat deine Frau vielleicht gespielt? Nein. Aber es ist nicht weit, es ist nicht weit. Also machen wir erstmal wieder die Spider-Man-Nummer. Dam, da, dam, dam. Da, da. Nein, falscher Film. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt falsche Melodie. Das war Absicht. Natürlich. Ja. Das war, wie heißt's? Inkompetent? Nein. Nee, das meine ich nicht. Die Melodie, die er gemacht hat. Ja, Indiana Jones. Indiana Jones, genau, weil du gerade sagst, ist inkompetent. Oh, ein Set komplett, ist das nice. So, hier beginnt die Mission, die ich machen wollte. Natürliche Auslese, Szene 4, die wollen wir spielen. Attacke. Leider nicht mit Eve, sondern mit diesem komischen Typ. Oh, tot. Aber ich spiele lieber mit Eve. Rummelimmel, was spielst du lieber? Okay, alles klar. Nein, passt. Also ich spiele auch lieber mit Frauen, das ist klar, aber ich meine es hier im Spiel, nicht in im Spiel. Ja, keine Ahnung, ich kenne die Charaktere. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Ich hab nur bis drei. Hast du nicht schon die Kate? Mit dem Landkreuzer P1500. Das verkompliziert die Sache. So, jetzt muss ich die hier alle töten, ohne dass es die anderen merken. Machen wir erstmal Adlerauge. Fallout 4 ist das immer viel einfacher. So. Nee, Bobby im Moment nicht. Wer weiß, vielleicht werden die Let's Plays besser angeguckt, wenn hier so viele Leute quatschen. Kann ja sein. Genau, wir stören auch überhaupt nicht die Hand noch. Nein, tut ihr auch nicht. Wir sind ja hier ein Team und hier laufen auch ganz viele Leute rum. Vielleicht seid ihr nur die Leute, die da unten rumstehen und nichts tun. Also, nichts tun sind wir ganz groß. Ja, aber es wär zumindest mal was anderes, weil die meisten Let's Plays, die sind echt nur so verschlungen und vereinzelt. Vielleicht funktioniert es ja. Ich hab mir mal sagen lassen, es ist gut, da kannst du die Leute mit jagen. Ja. Was? Wie jagen? Das sich keiner freiwillig an. Nö. Nö, da hab ich schon andere Erfahrungen gemacht. Bist du mal so ein bestimmtes Thema? Na, aber es ist in Screed nicht viel, aber ich meine jetzt andere Let's Player. Du bist reingekommen, Achtung, hier läuft die Aufnahme, wir machen gerade ein Let's Play. Bist der Armist? Armist, ich hab gehört, du bist am rumhocken. Hm. Der war doch jetzt die ganze Zeit weg. Jo. Der wird wahrscheinlich da nicht mehr drin. Armist kommt rein. Nee, nee. Ich bin schon ganz weit weg über alle Feigling. Berge. Feigling! Ich bin kein Feigling, ich bin einfach nur enttäuscht von dem Spiel schon wieder. Sieg oder Tod? Tod. Überleg mal, ja, du läufst. Bei mir war es diesmal der Tod, ja. Aber du läufst die Treppe hoch und du kannst nicht nach oben zielen. Wie behindert ist das denn? Da habe ich keinen Bock auf die Treppe hochzugehen. Du kannst nicht nach oben zielen. Du hast doch bestimmt eine Granate. Genau, werf eine Granate, nee. Die kullert dann die Treppen wieder runter und dann direkt vor deinen Füßen. Genau. Nee, gar nicht, weil die bleibt in der Luft stecken. Tink, tink. Und die fliegt weg, Armes lacht sich ins Fäustchen. Das hat der Dark schon erlebt. Wirft er die Granate, wollte er in eine Barke reinwerfen und dann bleibt er einfach in der Luft stecken und er stirbt da dran. Das war so episch, das Bild. Da siehst du nur so eine Explosion und der Armes fliegt weg. Der Dark. Mist, das war zu langsam, verdammt. Ich hab das mit Alpha schon probiert, mit Rauchgranaten an die Gebäudewand gebindet und so. Was ich bei Fallout 4 auch immer faszinierend finde, die KI von den Gegnern. Die sind so strohdoof.
Du dich irgendwo schleichend in der Ecke, wartest bis du versteckt bist, schießt dem ersten in den Kopf, alle sind kurz alarmiert und danach geht's normal weiter, keinen interessiert's. Ja, die Leiche wird noch nicht mal geplündert oder so. Das geht ja noch. Pascal, das geht ja noch. Bei Assassin's Creed ist es so, du stehst irgendwo über dem Gegner, er sieht dich nicht, er sucht dich, aber einen Meter vor ihm ist dein Schatten auf dem Boden. Und er merkt nichts. Wo Schatten? Wo ist mein Schatten? Du Martin, ich stehe manchmal 5 Meter hinter einem Raider und der merkt nichts. Außer die Kugel, die sich von hinten durch seinen Schädel bohrt, aber... Ist doch okay. Ja, aber lauf doch zu dem Fässer. Wenn er die Köpfe bezieht. Das war ja, ich lade dann immer chronisch neu, bis ich dann wirklich alle mit dem Headshot gekillt habe. Dass jedes Mal der Kopf neu platzt. Bist nur einer. Hunter, die Tonne, die wir hier oben hatten, haben wir die vor dem Reset oder danach aufgestellt? Überlegen, der Reset kam wo oben? Beim Airfield, die in der Nähe. Okay, wie lange ist das her? Weißt du das? Warte mal, ich war zuletzt letzte Woche dran. Wie lange muss man, Ich glaube 6 Tage wurde gesagt. Ja, wenn du die Dinger 6 Tage nicht berührt, also nicht auf- oder zugemacht hast, dann ist vorbei. Warte, was? Okay. Dann sind die Sachen weg. Futsch. Die Fässer in Daisy. 6 Tage. Nicht nur Fässer, Fässer und Zelt. Es ist allgemein Schwachsinn, was die Spawn- und Despawn-Zeiten betrifft. Naja, darum geht's in dem Fall eigentlich um Server-Performance. Wenn du ewig viele Sachen speichern musst, dann... Wenn man schon Systeme wie Fässer und Zelte reinbringt, sollten die auch komplett persistent bleiben, zumindest auf Private-Server. Weil da kannst du ja von außen nichts einschleppen. Ja, soweit ich weiß, ist das einfach nur ein Performance-Problem. Nach 60 Tagen sind sie weg. Ui. 60 Tage ist lange. Ach, wo kletterst du denn rum? Du sollst nach rechts klettern, du Vollidiot. Ja, dann sag denen das doch mal. Das sag ich doch die ganze Zeit. Die Fässer bleiben so lange bestehen, wie der Charakter lebt. Ja, nicht hoch, du sollst runter. Oh Mann. Wenn der Charakter nicht stirbt, bleiben die Fässer stehen. So. Aber dann würde ich auch sagen, wenn der stirbt, dann nach einer Zeit erst, weil es wäre doof, wenn du stirbst wenn der und dann. Tod ist, innerhalb von 3 Tagen verschwinden die Fässer. Genau, weil sonst gibt's ja gar kein Base Raiden oder sowas. Ich tu jetzt Messer schießen. Weil musst du dann nur einmal kurz zu deinem Lager laufen, dort wieder antitschen, alles einmal, dann ist wieder dein Lager und auf den neuen Charakter gereicht. Blöd nur, wenn du dann 1-2 Fässer vergisst und die auf einmal weg sind. Oh, wo ist mein SVD hin? Hab ich geklaut. Nein. Darauf bezogen, was Hunter gesagt hat. Ja. Oder einer bedient sich an deinem Lager, du merkst es nicht, läufst rum, killst ihn, gehst 4 Tage lang nicht zu deinem Fässer, kommst hin und auf einmal sind die Hälfte deiner Fässer weg. So. Okay, nice, es gibt scheinbar ein neues Garagengebäude. Silo-Gebäude auch. Fässer stehen immer noch da. Okay. Also Fässer wurden nicht entfernt. Oh, gut, dass hier noch ein ATM-Magazin liegt. Wir sind da schon wieder so drüber am Lachen. Ach, hier ein Kumpel von mir. Habe ich alle erwischt? Da steht noch einer. Die Seilrutsche finde ich eigentlich ganz cool. Ja, Johnny, ich habe einen neuen Gebäudetyp gefunden. Ja, irgendwie auch recht interessant, weil man den nur durchs obere Stockwerk scheinbar betreten kann. Okay. Oder? Kann
kann man hier unten auch aufmachen? Ja doch, hier unten kann man auch aufmachen. Aber es fällt nicht sonderlich auf. Ja, Krumodier? Hm? Du hast auch Assassin's Creed gespielt, ne? Ja. Ich hab meine Frage vergessen. Das ist immer gut. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? So, ich versichere Ihnen. Bleibt wachsam. Schnell rein. Schnell, rein da. Das war fast schon zu knapp. Oh nee, nicht wieder dieser Trinkback. Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund, wie ich vermute. Jetzt lauf doch. Vermuten Sie? Ich glaube, ich habe etwas gefunden, junger Mann. Ah, Pause. Schön was essen. So. Webby, jetzt könnte ich zu Siege kommen. Ich wollte mich nur vergewissern, ob der durch den Patch jetzt auch das Ding runtergenommen hat. Die Fässer und sowas. Also ich Zelte ganz und so stehen Norden. Jetzt noch. Also ja. Zelte und Fässer stehen jetzt noch, ja. Geil. Und es fehlt auch nichts daraus. Also vielleicht. Falls jemand ganz im Norden Fässer hingestellt hat, ich habe sie nicht ausgeräumt. Was nennst du ganz im Norden? Ziemlich weit im Norden halt. Also da wahrscheinlich die Stadt mit den Hochhäusern, ne? Ja. Ach, da kann ich ja beruhigt sein. Zwei blaue. Captain, sind das vielleicht deine? Nö. Eins war leer und im anderen war was drin. Was kann das von Jumper gewesen sein? Ja, es könnte Jumper sein. War da irgendwie Obst drin? Irgendwas anderes? Nee, PSU-Scope war drin, irgendeine Knarre, weiß ich jetzt nicht mehr. Dann Crunchy und so ein Zeug, eine Wasserflasche. Nee, PSU. Was ist denn PSU? SKL. Boah, PSU 1. PU heißt das. Ja, PU-Scope. Naja, ich sprich's halt. Ja, nee, nichts, naja, entweder oder. Genau, beides nee. Gibt nicht. Doch, so. Ich hab grad gedacht, ey, da muss ich da aber hinlaufen, wenn ein PU-Scope, PSO-Scope drin ist. Ich wollte sagen, wirklich sagen, so ein Preis. Ja, ne? Und dann zurückrennen, hinlegen. Und schön warten. Ja, du hättest aber ein Problem gehabt, weil ich mir schon gedacht, denken könnte, dass du da so hinläufst, hätte ich mich nämlich auch irgendwo hingelegt. Ach so, Leute, mal ganz kurz für 10 Sekunden alle kurz einen Raffel halten, weil ich muss jetzt das Video wieder starten. Könnt gleich ja. Weiter quatschen. Kommt sonst mit dem Schneiden ziemlich komisch, wisst ihr? Eine recht beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Ich kenne größere. Verstehe. Ich wollte gerade ruhig weiter. Hey Martin, sind 10 Sekunden vorbei. Ja, ja. Ich glaube, es ist ein Opa hinterher, die dieses Ding hier durchsucht. Keine Ahnung. Wir sind irgendwie voll die Chaotentruppe, ne? Ein bisschen. Aber wir haben Spaß damit. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich finde auch bei uns in der Community sind extrem unterschiedliche Charaktere. Ja, es wird an Silvester los. Ja. Ja, erinnere mich nicht dran. Ich kann nicht dabei sein. Warum nicht? Ja, aber... Was trinkt ihr denn so? Ich muss bis 20 Warum? Uhr arbeiten und wenn ich um 20 Uhr erst losfahre, dann bin ich so gegen 23 Uhr, vielleicht 12 Uhr da. Ja, ja super, dann kommst du direkt zur Kneipenrunde. Genau. Wie nächstes Jahr, ein Kumpel von mir meinte, da war im Heat 100 Shots für 50 Euro. Würde mal sagen, dann gehen wir da auf jeden Fall hin, oder? Was für Shots? Alles Mögliche. Whisky. Dann mal Whisky Shots I. Voll geil. Kann ja
ja demnächst mal schauen, was da die Getränkekarte hergibt. Oder Dos Master ist auch echt geil. Webby, hast du noch Lust? Jetzt aber gerade. Das ist wieder so typisch, ne? Begeisterung. Achso, mal die Donauwanne muss ich erstmal essen. Die schlägt Wellen im Mund. Oh, mein Freund, Kind schützt erst in die Matte. Suizid ist keine Lösung. Matte ist doch immer ganz schlimm. Ist keine Lösung, aber das Endziel, ne? Ich mute den jetzt schon, ne? Wenn der da reinkommt und wieder am Knistern ist. Ja, ja, mach das so nervig. Knusper, knusper, knusper. Knusper, Knäuschen, der Matte knuspert an seinem Häuschen. Tötet ihn schon! Der Matte kann glaube ich knuspern. Scheiße, jetzt hat's mich gesehen, fuck. Ist wieder nicht. Was meinst du, warum da immer in den Puff fährt? Knusperparty. Oh. Alter! Alter, hör auf damit! Bilder weg! Bei mir ist es gerade voll spannend, da kommst du mir zum Scheiß an! Also, ich habe eine Nacht lang, 3 Stunden lang diese Beichten von dieser Scheißseite durchgelesen. Ne? Was für Facebook, Beichten? Ne? Ja. Dein Beichten, du musst dir die Seite, die Gruppe da auf Facebook mal angucken. Also, da manche Leute erzählen, also. Kommt dir aus allen Löchern gleichzeitig. Ja. Die könnten hier in der Community sein. Ja, also da könnten einige nicht von der Community sein. Erzähl mal, was für eine Seite? Ja, such auf einfach Facebook. Mal einfach mal auf Facebook dein Beichtstuhl ein. Was? Beichtstuhl? Dein Beichtstuhl, ja. Das ist eine Gruppe, da beichten die Leute alles, so was sie mal machen wollen, was sie machen. Anonym. Haben. Der Typ postet das dann mit... Anonym auf Facebook, hahaha. Ja, ja, sie sagen es dem Typen da und der postet es dann halt nur mit Alters- und Geschlechtsangabe. So in dem Style, ich, männlich 23, beichte das, ne? Und dann halt deren Stories. Mhm. Und ist schon krank, was einige da erzählen. Ach. Wenn es dann so um nähere Verwandtschaft geht. Fuck, wieso hat das Ding kein Dach? Nein! Das Ding hat kein Dach! Spring runter! Lass los! Lass doch los! Ich hab da mal einen Beitrag gelesen. Der hängt da dumm rum! Wie alt war der? 10, 11, ne? Und der hat mit seiner Cousine geschlafen. Die Cousine ist schwanger. Shit happens, oder? Ja. Aber wirklich. Das ist selbst schuld. Hatte mit seiner Cousine eine Beziehung, wusste aber nicht, dass es seine Cousine ist. Das haben die erst später dann herausgefunden. Wir haben die Beziehung dann weitergeführt. Ja, ist nicht verboten. Wieso? Ja, ist trotzdem ein wenig verstörend. Wieso manche Zimmer kein Dach? Was soll der Scheiß? Ich konnte noch abhauen. Dich zu ärgern. Ich konnte echt noch gut abhauen. Die Programmierer haben gesagt, das machen wir extra, um den Martin zu ärgern. Ja genau, da kommen wir irgendwann zu unserem Vollidiot, der heißt Müdin. Und der läuft dann hier bei rum und tut es dann Let's Playen und YouTuben und Twitchen und Arschlecken und keine Ahnung. Okay, bitte nicht. Wir verzichten auf die Videoaufnahmen. Diese Verbindung, ne? Ja. So Klatzi, jetzt bist du dran. Was Klatz? Und weg. Ja, es ist so ein Klatzkopf. Achso. Erstmal alle plündern, die Leichen lasse ich liegen. Um Angst zu scharren. Weil viele verstecken die Leichen wegen. Oh, man darf mich nicht sehen, dass ich hier war. Das ist aber Quatsch. Quatsch, hast du. Ich lauf bei Assassin's Creed so oft mit einer Leiche auf dem Arm rum. Das ist Blödsinn. Warum, also, warum die Leichen verstecken? Die Leute merken doch, dass ihre Leute fehlen. Also muss doch niemand verstecken. Nein, tun sie ja noch nicht mal. Ja, das doch, ist das merken die. Die gehen dann sagen, oh, wer hat ihn getötet? Ja, wenn du außer Sicht bist. Und ja, okay, wenn aus der Gruppe auf einmal einer fehlt, das fällt dann natürlich auch. Richtig, also lass sie gleich liegen, weil dann sind sie abgelenkt. Oh fuck, jetzt bin ich schon wieder erwischt worden. Oh, ich bin so ein schlechter Assassin, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin ja eher so der Eevee-Typ. Und muss hier mit diesem Typ rumlaufen. Was war denn das gerade? Auto durchgesetzt 1 Minute, Auto durchgesetzt 5 Minuten.
Ja, 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 das ist normal. Jetzt dauert es noch bis 10, 11 Uhr und dann macht der erste Restart. Einfach ignorieren. Wir haben okay. Schon halb 11. Ja. Also. Ey, Leute, wir haben schon halb 11. Sag das mal den Chrom und dir. Den wäre nicht so. Okay, das ist jetzt bescheuert. Ich spring von oben auf einen Typ, neben ihm läuft ein anderer, keiner sieht mich. Ja, so muss das sein. Vielleicht ist der taub. In der Situation habe ich mal den anderen gekillt, den ich gar nicht angepeilt habe. Aber das war noch im ersten Teil. Ich kill immer aus, das sind die Leute, ja. die ich gar nicht killen soll. Die ich vorhören soll, die kill ich immer. Nur eine Klinge. Ab dem zweiten Teil hat er zwei Klingen, da kill ich auch andere und Leute, die ich gar nicht killen will. Ich laufe immer ganz gerne rum und töte Zivilisten. Meint sie lustiger an dem Spiel? Ja, vor allem weil du dadurch Minuspunkte bekommst. Ach, das ist mir doch scheißegal, solange die Desynchronisation nicht stattfindet, alles okay. Halt das Maul, Handy. Nicht auf den Tisch klettern, rausrennen, du Depp! Du wurdest gesehen, renn weg! Naja, manchmal anstatt zu rennen, schleicht er oder wenn er klettern soll, läuft er einfach nur stumpf gegen die Wand. Boah, wenn er loslassen soll, tut er alles, nur nicht loslassen. Ja. Ich will aber nicht. Dota-Bar, was geht ab? Assassin's Creed ist manchmal ein bisschen einfach nur doof, ziemlich behindert. Hier bei Black Flag, da hatte ich die erste Stadt so lange gespielt, bis ich 13.000, was war da die Währung? Dublonen oder so hatte? Ja, Dublonen. Ja, gar nicht 13.000, 26.000 waren es am Ende. Weil ich die ganze Zeit nur rumgelaufen bin und Soldaten getötet habe. Macht doch Spaß. Ja, schon. Da hat man auch wieder einen Ansporn, sowas zu machen. Beim ersten Teil und im zweiten noch nicht so. Ach, wie oft ich das einfach nur in Skyrim mache, ne? Mach ich mir so einen Level-1-Charakter und level mich ja. Zivilisten durch. Ja, genau. Nimm ich mir das so bei Fallout Tactics, gab es eine lustige Methode im ersten Level. Du konntest da Schlösser aufschließen. So, die meisten haben es dann dabei belassen. Du konntest diese Schlösser allerdings auch wieder zuschließen mit dem Schlösserknacken-Skill. Und dann hast du einfach mal die ganze Zeit deine Schlösser auf und zugeschlossen. Und hast da jedes Mal für Erfahrungspunkte gekriegt. Soll bei der 4 auch gehen, ne? Weiß ich nicht, hab ich noch nicht ausprobiert. Ich auch nicht. So lange mehr. Aber wär interessant. Gesehen. Obwohl, du kriegst einfach zu wenig Erfahrungspunkte bei 4 fürs Schlösserknacken. Ja, aber Hunter, egal wo, Erfahrungspunkte bringen die eh nicht, du stirbst trotzdem. Nö. Und wenn es durch Arm ist, ist. Total lustig, weißt du? Nein, aber bei Tactics hast du da ja so zwischen 15 und 105 Erfahrungspunkte gekriegt. Ja. Fürs einfache Öffnen eines Schlosses. Egal, wie oft du es schon vorher geöffnet hast. Das soll viel sein. Das soll schon mal irgendwo stehen. Von den ersten paar Male, wo ich vor Tactics gespielt habe, bin ich immer mit der gesamten Gruppe durchs Level gerannt und hatte immer totale Probleme. Irgendwann habe ich dann angefangen, nur noch mit meinem Hauptcharakter und der Schrot und einer 9mm. Hier, der Heckler und Koch da, diese Maschinenpistole durchzurennen. Hm. Ich habe die ersten 12 Level nur mit meinem Hauptcharakter gemeistert. Fies dieser auf mich. Er war dann am Ende voll overpowered, weil er so alle Schlösser knacken und alles mitgenommen hat, ne? Und die anderen hatten halt nur die Enderfahrungspunkte gekriegt. Warte, geh mit auf. Stups. Wir gehen in einen anderen Channel. Oh. Hier heißt es laut Rainbow. Besser schon. Man macht den Chat immer zu. Rainbow Six, da bist du gestorben. Wisst ihr, hier kennt ihr meine Spam-Gruppe, da redet man einmal über den Krinix, ne? Und schon haut das wieder raus. Rudi, ich hab's nicht akustisch verstanden. Hemmschwenkkiste packen. Ich bin nicht in der Spam-Gruppe. Oh. Warum ist es nach oben gesprungen? Das wollte ich doch gar nicht. WhatsApp. Ich glaube, du musst ja nochmal die Steuerung angucken. Nee, ich wollte nicht hinzufügen, Hunter. Nicht hinzufügen. Nein, ich hab den Screenshot geschickt. Aber stimmt, ich kann die. Kann ich auch noch hinzufügen. Guck mal, er ist nicht ohne Grund aus der Gruppe gegangen. Richtig. Seid doch mal nicht so empfindlich. Von Situationskomik versteht Martin ja überhaupt nichts, ne? Soll ich mit mir anlegen? Immer. Mach ich gar nicht. Machst du schon von ganz alleine.
Ich leg mich selber mit mir an. What the fuck? Nein, du legst dich mit mir an. Egal, was ich mache. Du hast immer das Problem, nicht ich. War das ein Teller? Nein, das war ein Löffel. Oh. Hä? Doch. Ich laufe ja wirklich jede Wand, die es hier gibt. Es klang, als wäre die Flasche auf dem Teller gelandet. Das Schöne ist, wenn man seinen eigenen Butler hat, der einem ständig das Bier nachfüllt, sobald man es leer hat. Ich nenne das Co-Admin. Ja, eine Freundin ist was Schönes, ne? Hallo, fallen lassen. Hey, Kumpel. Oh Mann, lass doch hier runter. Ich habe ungefähr dieselbe Bewaffnung wie vorher. Wir müssen ihn nicht nochmal verlieren. Wann hast du den abgeknallt? Die finde ich immer so schnell wieder. Der 527 und Winchester. Was CR und Winchester sind echt oft jetzt da. Sind ja. Ihr dürft halt nicht ja komplett okay, über ein anderes Spiel reden, das ist doof. Ihr müsst über Allgemeines reden. Wir reden über Allgemeines. Wo klettert der denn jetzt rum? Ist der bescheuert? Alter, ich will gleich an der Tür laufen, da klettert der oben drüber. Ja, das ist öfters so. Versuch mal vernünftig eine Treppe mit dem Charakter runterzugehen. Das ist kein Problem, das funktioniert. Sobald er ein Geländer hat, läuft er das scheiß Geländer runter. Nö, nee, bei mir nicht. So ein hässlicher. Boah, er klettert über jeden Scheiß drüber, den er findet, aber. Ja. Er ist klettersüchtig. Ey, das Spiel gibt so ein bisschen auf die Pässe letzte Zeit. Er ist einfach nur ein bisschen behindert, glaube ich. Aber Eevee ist nicht so. Eevee ist nicht so schlimm. Hab ich das Gefühl. Eevee ist besser. Ja. Dann musst du Eevee spielen. Die bleibt halt öfters mal auf dem Boden der Tatsachen. Ach, Captain, noch keine suizidalen Äußerungen? Nein. Lohnt sich nicht mehr. Oh, ich muss raus hier, es explodiert. Mach bumm, Feuerwerk. Bumm, Marty tot. Oh, hallo. Kletter hoch! Kletter halt weiter, irgendwo hin, aber weg da. Oh. Du hast die richtige Bindung aufgebaut. Ja. Das ist ein Wichser, ist das. Hilft das, wenn man mit dem redet? Guck mal, ich lass Gas raus, ja, und dann brennt das ganze Haus ab. Charles Darwin, das ist genauso wie auf der Kurs. Ihre Bekanntschaft zu machen. Hattest du wieder Drohnen heute Mittag? Die Freude ist ganz meinerseits. Während sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe bei der Konsole dreht der Martin auch den Controller, wenn er dran spielt. Was? Und dort gerade Besuchszeit ist. Auf der Konsole, ne, hier Xbox, drehst du auch deinen Controller, damit du besser in die Kurve kommst, wenn du dran spielst. Nee, ich nicht. Das geht ja noch. Meine Frau legt sich richtig zur Seite. Ja, in der Konsole bin ich am meisten total gechillt. Da habe ich auch einen Nachbarn, der macht das. Ist schon ganz spät. Und der hält den Controller so komisch, ne? Der spielt, der hat den Zeigefinger und den Mittelfinger, nee, den Ringfinger, damit spielt er, damit bedient er die ganzen Tasten irgendwie, keine Ahnung. So, das war jetzt Sequenz 4, unnatürliche Auslese. Die haben wir natürlich abgeschlossen, leider ohne Bonuserfolg. Also wir haben nicht jeden Gegner mit dem Gas getötet. Ja, schade. Ich danke euch recht herzlich fürs Reinschauen. Ihr hört's. Das ist alles ganz lustig. Ich komm wieder und es geht um Gegner mit Gas töten. Das ist egal. Irgendwas mache ich richtig. Das ist ganz typisch und ganz menschlich. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal.